Wieso sind Sie eigentlich Lehrer geworden? Und vor allem, wieso gerade in Metalltechnik? Ja, Metall war mein Lehrberuf eigentlich. Ich habe eine Ausbildung als Stahlbauschlosser gemacht, habe mich dann danach in der Abendschule weitergebildet, habe meine Meisterprüfung gemacht und bin dann in die Ausbildung gewechselt. Da Sie ja mit Schülern zusammenarbeiten, haben Sie ja momentan sehr viel Erfahrung mit Kindern, wa? Sollte man meinen, ja. Wie beurteilen Sie die Jugendlichen heutzutage eigentlich? Alle Kinder haben ihre eigene Sprache, ihr eigenes Zeitalter. Es ist schwierig, irgendwelche Jahrgänge miteinander zu vergleichen. Vom Lernverhalten sind viele sehr, sehr ähnlich. Es hat sich nichts geändert. Es gibt immer etwas stärkere, etwas schwächere Schüler und man muss immer versuchen, da irgendwo einen Mittelweg zu finden, damit alle mitgenommen werden und etwas mitnehmen können. Gehen eigentlich alle von der Schule erfolgreich ab oder ein Großteil nur? Ja, es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Der Großteil schließt mit Erfolg ab. Beeindruckend, ganz ehrlich. In welcher Klasse arbeiten Sie denn? Ja, momentan in der Metallklasse TE4. Wir haben dort eine gemischte Klasse. Es sind 6 Schüler aus dem vorigen Jahrgang noch dabei und 12 neue.
Und die Integration der alten und neuen Schüler, das Zusammenleben, klappt bis jetzt schon einigermaßen gut. Existiert Rassismus oder Gewalt auf Ihrer Schule? Ich glaube, ist eine Auslegungssache, aber ich denke nein. Wie schaffen Sie es bitte, Ihre Schule so ordentlich zu halten, im Gegensatz zu anderen Schulen? Ordentlich mit den Schülern, das geht nur gemeinsam mit den Schülern. Gut, das waren dann alle Fragen, die ich hätte. Bitte. Auf Wiedersehen. Gerne.